Diese Testbefehle sind also ein Spezialfall von boolschen Ausdrücken, die wir kennengelernt haben. Und im Hamstermodell ist ein boolscher Ausdruck nun folgendermaßen definiert. Ein Testbefehl ist ein boolscher Ausdruck. Man kann jetzt die Operatoren, die wir kennengelernt haben, im Hamstermodell nutzen. Zunächst die Klammerung, man kann boolsche Ausdrücke klammern. Die Negation, man kann boolsche Ausdrücke negieren. Man kann boolsche Ausdrücke konjugieren und disjugieren. Hinzu kommen sogenannte boolsche Literale. Das sind die Literale false und true. Das Literal false liefert den Wert falsch und das Literal true den Wert true, wahr. Die Semantik haben wir ja bereits in der Aussagenlogik kennengelernt. Die brauchen wir hier nicht zu wiederholen. Die Negation, nur als Beispiel nochmal, die Negation eines boolschen Ausdrucks ist gerade die Operation, dass der Wert des boolschen Ausdrucks verändert wird, von false auf true oder von true auf false.